Ich habe mich gefühlt als Person. Oh, das war schlimm für die Person, weil es hat sich so beklemmend angefühlt. Dann dachte ich in mir, da ist dieses verknotete Ich, das sich um seine karmischen Verstrickungen kümmern möchte. Doch ich wollte mich nur der Bedeutungslosigkeit zuwenden. Und das Ich wollte sich loswerden, denn es litt unter sich selbst. In starker, eingebildeter Weise hatte es Angst, nicht sein zu können. Und doch wollte es sich loswerden, weil es war total verrückt. Verrücktes Spiel. Und der stille Genießer, der nicht aus der Ruhe gebracht werden kann. Genießt und genießt. Und das, was sich gestört fühlt und gestört werden kann und selbst immer Unruhe ist. Das darf auch suchen nach einem Zustand, den es nicht gibt, genannt Glückseligkeit. Zustand ist gleich Veränderung. Kein Zustand bleibt. Nur jeder Zustand, der verschwinden kann, kann auch wieder auftauchen. Ja. Da habe ich mich gespürt. Oh, da ging es mir aber schlecht. Da wollte ich mich gleich nicht mehr spüren, weil das ist ja schlimm, sich zu spüren. Habe ich mich überhaupt gespürt oder habe ich mir nur was vorgemacht, weil das nur Gedanken waren, die gesagt haben, so jetzt spüre ich mich mal und ich spüre da was Schreckliches. Eine Person. Ja, Personen sind schrecklich. Ich habe hingeschaut. Wer spürt da wen? Was spürt da was? Wird der Spürer gespürt, der das Spüren spürt? Kann ich mich spüren? Und was ich spüre, ist es das Gespür? Ich kann mich nicht spüren und alles, was ich spüre, ist Einbildung durch die Einbildung hervorgerufen. Durch das Wissen, dass da etwas wäre, was man spüren könnte, spürt man dann angeblich etwas. Doch nehme ich das Wissen weg, was ich natürlich nicht kann, gibt keine Worte mehr fürs Spüren und für das, was gespürt wird. Also das Leidvolle ist immer das, die Trennung in mir selbst, wo es mich gibt, der mich spüren könnte. Hölle, Zweiheit ist Hölle. Ja, so verwirkliche ich mich in der Hölle und im Himmel. Einmal Trennung, indem ich mich spüre, und einmal Himmel, indem da keiner ist, der was spüren kann. Also die Abwesenheit von mir selbst als phänomenales Phantom. Ja, was für ein Quatsch.